glaube, ich probiere mal Streetfood. Halt doch mal den Sabbel und verpiss dich aus meinem Bus, Alter. Ich habe hier wirklich Probleme. Während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Hast du keine Fahrkarte? Oh nein. Ja! 120 Tacken in meine Rüstung. Ich wusste es. Ich bin wieder da. Amen. Wen interessiert das? Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Boah, halt dein Maul. Ja, ich will auch nur, dass du dein Maul hältst. Während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Nein. Yeah! Ich hab sie verloren. Ja, ich hab dich verloren, Alter. Gerade kaufen noch Leute eine Karte und du? Du alle Zimmer, Alter. Ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Steigt jetzt alle aus! Minus 30.900. Haben die Kunden, also ihr, euch immer wieder bei mir gemeldet und habt gesagt, Mensch, Kalle, Alter, setz dich doch nochmal in den Bus rein. Mental kann ich das nicht mehr. Ich habe euch gesagt, das wird nichts. Na, jetzt sitzen wir hier. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Ich krieg einen Kocken! Ich überlege mir, einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt's? Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit... Junge, ihr seid so cringe in eurer Kackunterhaltung. Wieso unterhaltet ihr euch überhaupt miteinander, wenn ihr eh keinen Bock aufeinander habt, Alter? Lass dich raus! Ja, kannst du ja, du alte Schachtel. So, erstmal will ich wissen, ob du eine Karte klar hast. Oh nein. Du hast keine Karte, du ich Bitch! Hab sie verloren. Ich mach so Money nur mit Schwarzfahrerei. Ich sag's, wie es ist. Du Kackbratze. So. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker. Aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Für den Witz fährst du weiter, ganz ehrlich. Was soll das? Warum schlechte Witze? Warum reden die über Katzen? Warum sagt der will einen Hund, aber hat viel Arbeit damit? Ey, was soll das? Ich will doch einfach nur Bus fahren. Mehr will ich doch gar nicht. Ich will nicht, dass sie mit mir reden. Ich will nicht, dass sie sagen, dass sie scheißen müssen. Und ich will auch nicht sagen, dass sie den, der will, dass sie da ein UFO gesehen haben. Weißt du, wie ich meine, armer Herr Kajon? Das ist doch alles Scheiße! Nee, da geh ich streiken, Alter! Nee, da seh ich mich nicht! Ich will hier einfach nur mit meinem Kackbus fahren, mitten in der Nacht. Ich denk, da fährt eh keiner. Kann ich ein bisschen nebenbei am Handy zocken oder was? Und dann labern die mich hier voll! Ich hab so eine Krawatte! So, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Wir fahren die Scheiße jetzt hier nochmal... Jetzt reicht's mir aber! Ich geh jetzt erstmal wieder nach Hause. Kannst du... Nö! Jeden Tag gleiche Scheiße! Hallo alle Ultras, herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator. Hey, und wenn die heute wieder ankommen und mir ihre Katze andrehen wollen, irgendwas mit Leidenschaft, Liebe und Leidenschaft, diese Kackserie, die hier alle gucken, dann flippe ich aber mal ganz gepflegt aus, weil das gebe ich mir heute gar nicht. Sehe ich nicht ein! Ja, und mit den UFOs und alles! Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird je wieder zurückkommen? Mich interessiert Hans nicht! So, du kriegst jetzt nur 5 Cent Stücke hier. Friss meine 5 Cent Stücke. Friss! Ich bin jetzt schon wieder auf 180. Ich hab keinen Bock mehr. Boah, das tut ganz schön weh in den Fingern, wenn man so viel Kleingeld immer rausgeben muss. Aber es tut mir leid. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Stockerplatz. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Junge, Hans, ist mir scheißegal! Mann, ich drehe noch durch mit euch, ey! Mann! Ah. Wir sind hier schon seit 2 Minuten dran, diese scheiß 5-Cent-Stücke rauszugeben. Ey, was ist los? Ey, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ich kann nichts mehr machen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ihr geht mir alle auf den Sack. Dieses Busunternehmensding, das ist mir alles zu viel. Ich habe keinen Bock mehr. Ist alles kaputt jetzt. Ich darf nicht mehr in meine Fahrerkabine. Du stehst hier rum. Du stehst hier auf so einer Rampe. Was ist mit dir? Ich kann mit euch allen nicht mehr reden. Ich habe keinen Bock mehr. Ich hau jetzt rein. Ich gehe jetzt. Ich nehme jetzt ein Fahrrad und verpiss mich. Ich habe keine Lust mehr. Wow, das ist ja perfekt gelaufen. Halt mal! Also, ich bin ganz ehrlich. Also, ich will ja wirklich versuchen, ein guter Fahrer zu sein. Verstehst du das? Aber das Problem, was wir beide haben, ist, du laberst ohne Ende.
Und es heißt ja, während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Und jetzt telefonierst du, tust du so, als würdest du telefonieren. Ich habe auch ein Handy, Alter. iPhone 11 Pro. Bei mir läuft's. Aber jetzt hältst du. Bitte. Eine Schnauze. Kann das sein, dass du Scheiße laberst da hinten? Hast du das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt mal gerockt. Du, Alter, du bist hier, du gehörst doch zur Risikogruppe. Du darfst überhaupt nicht auf Konzerte. Und Konzerte dürfen auch nicht stattfinden. Und was ist das für eine schicke Uhr? 1,50 sind halt nicht zwischen euch. Jetzt zockt die da was League of Legends oder was? Oh. Aber wir sind gut drauf. Alarm, die Frau Kuh und die... Alarm! 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 Die Oma hat Corona! Schneller, ich habe einen Termin. Alter! Ich geb dir deinen Arschtritt hinterher! Tschüss! Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Klar. Oh nein, ich hab sie vergessen. Ah! Alter, willst du mal fahren, oder was? Haben wir es eilig, oder was? Ja. Also wirklich. Tut mir leid. Ich muss sie verloren Du hast eine Fahrkarte, aber es ist nicht gültig, Alter. Ist die Abteilbeleuchtung aus? Endstation. Ja, ich sehe, weil ich habe keinen Bock, dir Licht zu machen, Alter, weil du hässlich wie die Nacht bist. Aber heute sind wir gut drauf. Ich sag mal so, wir waren die Ruhe selbst, ne? Jetzt habe ich keine Haare mehr, aber dafür gute Laune, ne? Wie immer. Bitte keine Katzen, Alter. Zeig mal die Fahrkarte! Hier ist die Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Hast du mir eigentlich deine Karte schon gezeigt? Oh. Ah! Ah! Ja, geh mit deinem Bruder hinter der Leidenschaft gucken, du Kackbratze, Alter. So. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Oma! Haben wir noch Curry King? Hier ist jetzt das alte Sägewerk. Nächster Halt, altes Sägewerk. Guck mal, hier kann man so reingehen, da wurde Graffiti, Alter. Schick, schick. Und gehört das auch noch dazu hier, oder was? Auch das noch. Also da muss ich sagen, da wurde ich jetzt mal nicht enttäuscht. Das verstehe ich. Scheiße. Nein! 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 Doch. Man darf nicht aussteigen. Oh, nein! Das Spiel geht kaputt, wenn man aussteigt während der Fahrkarten. Scheiße. Das ist alles deine Schuld wegen deinen roten Haaren. Und weil du mit 40 Euro und 12 Euro Rückgeld. Mann! Was soll das denn? Mm. Oh, heiß! Ein Hoch auf unseren Busfahrer! Oh! Leute, ich muss sie verloren haben. Ja! War das ein... Geist? Gönn! Friss mein Kleingeld, Oma! Jetzt hast du ordentlich Kleingeld, dann kannst... Oh, shit! Nein! 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 Ich hab's... Nein! Nein, Oma! Ich hab's kaputt gemacht! Wir haben das Licht nicht an. Doch! Guck mal, das wird angeleuchtet! Zwei Leute haben hier wieder nichts gemacht. Na klar. Na klar. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Junge, ganz ehrlich, da stehen zwei Leute vor dir, kaufen eine Karte. Du setzt dich frech, wie du bist, hin, hast dich nicht rasiert. Du musst unbedingt mal zum Friseur und siehst einfach nur aus, als würdest du gerade aus dem letzten Loch gekrabbelt sein. Und jetzt hast du 120 Flocken. Ja, mit dem Friseur, das wird jetzt erstmal nichts, ne? Ruhig habe ich mich nicht. Die Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Wie kann das sein, dass mir 15 bis ungefähr 50 Leute in den letzten Wochen hier alle ein Scheißbild von ihrer Katze gezeigt haben, die Mouncy heißt? Kannst du mir das verraten? Nein, ich habe sie vergessen. Da ist sie weg, die Rente, ne? Hier ist die Fahrkarte. Oh. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Nein! Nein! Sie heißt Mouncy. Oh.
So, jetzt ist wieder die Luft rein. Jetzt ist der Gang wieder frei, verstehst du das? Die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb. Ja! Sonst ist das alles für die Katz. Hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Ja. Witzig. Sie sollten mal das Licht anmachen. Ja, Sie sollten mal Ihren Schnauzen halten, Alter. Lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shoppen. Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. An Urlaub kann ich nicht denken, weil ich hier den ganzen Tag irgendwelche Leute durch die Gegend fahren muss. Hinter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird je wieder zurückkommen? Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Übrigens muss ich mal was loswerden. Einige von euch haben mir auf Instagram auch ein Foto von ihrer Katze geschickt. Ich werde euch finden und ich werde eure Katze streicheln. Ich sag's, wie es ist. Es langt. Folgt mir auf Instagram. So. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Nee, hast du nicht. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Nochmal. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Nein, hast du nicht. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Nein, hast du nicht. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Solange ich mir... Gefühl, ich wurde heute schon wieder fünfmal nach einem... Mir wurden schon wieder fünf Katzen gezeigt, die Mouncy heißen heute. Ich bin der Fahrkarte. Oh nein, mein Akku ist schon wieder leer. Oh, mein Akku ist leer. Gut, ich bin ein Zug. Bis dann. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Alter, beim Rausgehen! Ausgezeichnete Arbeit. Ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Was hat die Strecke mit Hans und Christina? Wisst ihr, Bussimulator-Entwickler, genau das habe ich gemeint, als ich gesagt habe, wir brauchen mehr Vielfalt. Es haben mir 500 Leute bei Instagram irgendwelche Katzenbilder geschickt. Ich bin fürs Leben geschädigt, versteht ihr das? Ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Ah. Ich habe sie vergessen. Ich hab sie vergessen. Wir kennen das Spiel, ne? 120 Euro in die Abo-Box. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt, aber Christina ist amputiert. Amputiert. Jetzt haben es alle gehört. Amputiert. Dein Gehirn ist amputiert. Wie kann man sowas sagen? Bussimulator TV. Was ist mit eurer Übersetzung? Da muss doch irgendjemand gesessen haben und gesagt haben, sag das. Die ist amputiert. Und dann sitzt der Kalle hier und regt sich darüber auf mit seinem Lenkrad. Amputiert. Amputiert. Ich komm damit nicht zurecht. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Alter, das habt ihr doch extra nochmal noch eingesprochen. Die Art und Weise, so nett hat das noch nie ein Mensch da gesagt. Das haben die reingepatcht. Das haben die reingepatcht. Und jetzt ist sie am Telefon. Ja, ich hab's ihm gerade gesagt. Alla. Oh, der rastet schon wieder komplett aus. Oh, normal.